Es hat reagiert wie beiläufig meine Karte gewonnen. Gehen wir mal hin, ja, gucken wir mal zu. Werfe ich mal ein T-Shirt auf die Bühne, denke mal was draus. Nee. Nein, meine Reaktion war eine nicht zufriedenstellende Reaktion auf das gebotene Lied. Das heißt, wenn ihr jetzt so reagiert, wie ich mir das wünschte, so wie mein Freund Kami, der extra aus Berlin nach Erfurt zog vor vielen Jahren, um hier glücklich zu werden, und ich muss ihm das hier bieten, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Meine Tante Eti, ja? Ihr wisst ja, das ist ja schon ein Ritual. Moment. Ich muss mal kurz küssen. Ich habe meine Tante Eti geküsst. Vielleicht der ein oder andere ja auch, sind immer wieder Freude herzukommen. Aber ich lieber sag's, war die Reaktion angemessen? Nein, ne? Nein. Sie schüttelt den grauen, schönen Kopf. Das heißt, ihr Haupt ist hart grau. Beweist bitte, dass ich extra wegen eines fulminanten Applauses und Tante Eti und Kami nach Erfurt reisen konnte mit eurer Reaktion. Auf die Plätze, fertig und bitte! Ich mit meinen 50 Jahren überall gewesen, Brasilien, Portugal, Köpenick, überall. Also auf die Plätze! Fertig und bam! Willst du auf die Bühne kommen? Willst du mal das nächste Lied von der Bühne aus hören? Komm schon! Nein, nicht rüberknallen, geh an der Seite. Lass dich gut transportieren. Meine Kollegen kommen bitte auf die Bühne und wenn ihr noch zwei Lieder hören wollt, müsst ihr natürlich noch zu Wort sein. Also bitte. Das war Heiko, das war Sepp, das war Basti. Das wird unser Alf gewesen sein, gut oder zwei. Und Jen kam, sah und singte. Ich werde jetzt zu Anfang meine Tante Ingi, die braucht einen Stuhl, die fällt sonst um, bei den Schmutzworten, die ich hier so singe. Jen, kann sich meine Tante Ingi auf den Stuhl setzen? Wo ist sie? Komm ruhig hoch! Applaus für meine Tante Ingi! Darf ich mir kurz das Kind richten?